Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Deponia, wo wir immer noch mit Cletus und Argist hier auf dem Hochboot sind, im Kontrollraum auf der Brücke. Und wir müssen irgendwie die Sprengung von Deponia noch verhindern. Und ausnahmsweise waren sich mal alle drei einig in der letzten Folge. Aber jetzt müssen wir erstmal Deponia retten. Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber was ist denn mit dem Organon? Was ist mit mir? Mit Ihnen? Das ist garantiert die richtige Antwort. Aber wir gehen von oben nach unten durch. Ich möchte gerne wissen, was er zu allem zu sagen hat. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber warum muss er das tun? Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Noel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Noel! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann, worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Oh, Gold dürfen wir nicht mitnehmen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Was gibt's da zu sehen? Oh, okay, wir sind schon etwas hoch. Na gut, also übers Kabel, würde ich sagen. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Okay, wir müssen also jetzt hier irgendwie rüber. So kommen wir da anscheinend nicht hin. Mal gucken, was gibt's denn hier? Aha, eine Antenne. Als Ausbalancierungsmöglichkeit. Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Stimmt, es ist nicht die erste. Dass mir das bei anderer Leute... So und dann übers Kabel. Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit!
Wow, nicht schlecht, Rufus. Na, Cletus kann's auch. Und Argus. Oder Argus, je nachdem. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Die sehen sich zu identisch. Puh, das war spaßig. Spaßig! Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Wir müssen also wahrscheinlich da irgendwie rüber, da oben hin. Wie da bloß ranzukommen wäre. Stabhochsprung. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Na gut, ist nicht ganz so gut gewesen, ganz so clever. Verdammt, er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Wir haben eine neue Idee, oder zumindest einen neuen Auftrag. Der Teil wäre geschafft, den Sender zu zerstören, den Sender erstmal wiederholen, okay. Wie kommen wir jetzt da runter? Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Stimmt, wo er recht hat. So was können wir denn hier machen? Wir können nur mit denen reden und das war's. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Da runter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Puh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1:3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Und wir sind 3. 1:3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Oh, gemein. Was sagt Argus dazu? 1:3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Okay. 1. 1:2. Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln, was? Ich? Nein. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Auch nicht die Lösung anscheinend. Ja. Können wir wieder gehen? Nee, gehen können wir auch nicht. Reden wir nochmal mit Cletus. 1:3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa... Okay, die sagen anscheinend beide jetzt das Gleiche wieder. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. Okay. 1:2... 3. Okay. Rufus? Rufus, aufwachen! Rufus hat's geschafft. Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Ja. Siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Gut, der Sender... Von hier aus komme ich da nicht ran. Dann geh doch dichter. Von hier aus komme ich da nicht ran. Du kommst also nicht ran. Warte mal, Schrauben. Können wir die Schrauben da lösen? Okay, wir können die ja so mitnehmen. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Na, nichts. Sinn der Sache. Aber okay. Da haben wir eine Schraube, da haben wir eine Schraube.
Da, wenn man die Schraube, kann man die irgendwo wieder woanders platzieren. Nee, die kann ich nur in dem Loch dort platzieren. Okay. Ein Loch. Okay. Warte mal, können wir das nicht da so ranschrauben? Tatsache. Jetzt können wir doch bestimmt die Schraube entfernen, weil dann hält ja das Ding hier in der Mitte, die ganze Fläche. So. Sind die Schrauben da weg? Auf der Seite anscheinend wahrscheinlich dann auch. Und wenn wir jetzt hier die Schraube lösen, dürfte das Ganze doch einen sehr gefährlich werden. Ja, genau. Oh, gut, dass es nicht weiterkippen kann anscheinend. Jetzt kommen wir doch schön ran an den Sender. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Tja, machen wir das Ding mal kaputt. Hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Ich will das Ding nicht reparieren. Ich will es kaputt machen. Na gut. Haben wir einen Tipp da vielleicht für? Sender zerstören. Ja, mit irgendwas draufhauen. Mit was können wir denn da draufhauen? Gute Frage. Wie kriegen wir das Ding jetzt kaputt? Können wir da noch rein, irgendwie das da reinstecken? Nee, anscheinend nicht. Und wir können es anscheinend hier auch nicht mehr irgendwie in Waage bringen. Loch und Loch. Bringen wir die Schrauben noch irgendwo wieder fest? Vielleicht da so. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay. Jetzt kippt das ganze Ding. Ah, man könnte das hier unten anscheinend festmachen. Ich weiß zwar nicht genau, was das soll. Doch, ich weiß, was das soll. Den Sender in den Rotor halten. Abruf es dabei nicht irgendwas für deine Körperteile vergeht. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Au. 2, 3. Da fehlen Finger, oder? Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung, bist du, Devonia, bereits. Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann? Was sagst du? Ich würde sagen, niemals. Niemals? Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Nein, nicht doch! Oh Gott. Gutes Ding, alles?
Okay. Und sie sind alle im Rot und blockieren ihn. Hm, nett. Sehr, sehr nett. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Och, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Bowl! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na, tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Und ich würde sagen, das Ende von Deponia sehen wir in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.